Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Dawn of War 2 Warhammer 40k. Sternenkarte. Kommandant, dies ist die Navigationsanzeige der Armageddon. Hier können Sie sich Daten über die Planeten im Subsektor Aurelia ansehen. Sie können die Armageddon auch anweisen, die Warp-Reise zu einer dieser Welten anzutreten. Wenn Sie bereit sind, starten Sie bitte den Flug zum Typhon-System. Ja, bin ich. Ich klicke. Eine Kurzinfo. Typhon Primaris. Die Dschungel und Sümpfe von Typhon wimmeln nur so vor Orks. Und diese haben die primitiven Menschen des Planeten fast ausgelöscht. Mal andersherum. Die wenigen Überlebenden sind hochwertige Anwärter für die Blood Ravens. Leitet sich ja logischerweise von ab. Kommunikationsfeld wird angegriffen. Kommunikationsfeld wird angegriffen. Elder wiegeln Orks auf. Elder wiegeln Orks auf. Die Elder wiegeln auch die Orks auf Typhon auf. Captain Thule braucht sie auf Typhon, damit sie ihren Agenten dort eliminieren. Wehren Sie die Ork-Angreifer ab. Kommunikationsfeld wird angegriffen. Ein Ork-Horde ist auf dem Weg nach Kommunikationsfeld bei Sicaris auf Typhon Primaris. Übersetzungsfehler. Stellen Sie die Verteidigung, sonst wird es ein großer Verlust. Hier scheint es noch mehr Planeten zu geben. Hier oben gibt auf jeden Fall mehr Planeten. Die sehen wir auch noch. Einen mehr sicherlich. Einen haben wir, das ist der zweite. Ich glaube, es gibt drei. Thaddäus können wir noch schnell hochskillen. Der kann gar nichts tragen, weil sein Level nicht hoch genug ist. Nö, weil er es einfach nicht tragen kann. Steht ja unten in roter Schrift. Ich gebe ihm. Was gebe ich ihm? Ich gebe ihm nur Leben. Oder? Nee. Oder? Nee. Doch. Er soll auch Schaden fressen können. Die Menschen. Die einst das Hochland von. Also, das ist die Beschreibung der Region, wo wir jetzt gleich reinspringen. Die Menschen, die einst das Hochland von Typhon bewohnten, errichteten Tempel neben dem Vulkan Sicaris. Ruinen erheben sich nun aus den Schluchten, die vor langer Zeit von Lava erschaffen wurden. Auf zur Missionsbeschreibung. Kommandant, die Grünhäute greifen weiterhin verwundbare Ziele an. Ein Kommunikationsfeld wird von einem Ork-Mob angegriffen. Sie wollen dieses wichtige Gebäude plündern und zerstören. Diese Felder verbessern unsere Kommunikation im Subsektor und ermöglichen es uns, Feindbewegungen zu beobachten. Wir können es uns nicht leisten, diesen Vorteil zu verlieren. Okay, eine schnelle Frage, die ich mir noch stelle. Wieso nicht zugewiesene Trupps? Ich hätte gerne den dabei. Egal, auf geht's. Wilde, blutrünstige, barbarische, brutale Orks treiben in der gesamten Galaxie ihr Unwesen. Diese grünhäutigen, affenähnlichen Aliens sind brutale Kämpfer und bilden große Kriegsbanden, die alle in ihrem Weg plündern und niederbrennen. Am gefährlichsten ist der größte und schlauste Ork, der Wagboss. Diese riesigen Häuptlinge sorgen für genug Angst und Disziplin, um einen massiven Wag auszulösen. Einen Ork. Jonah, Jonah Wag. Jetzt bitte alle bei Google eingeben. Dieses Lied gibt es wirklich. Ein Ork-Aufstand, der ganze Systeme umstürzen kann, wenn er nicht schleunigst zerschlagen wird. Nennen wir einen Wag. Der Angriff der Orks wird gleich beginnen, Kommandant. Die Grünhäute werden auf die Antriebsgeneratoren des Feldes zielen.
Wenn diese zerstört sind, gehört das Feld Ihnen. Reden Sie weiter. Neue Stellungen. Können wir das schaffen? Ja. Waffen bereit, dann los. Ihr seid wachsam. Feindliche Kämpfer auf dem Feld. Okay, schnell zurück! Wir sind so gut verschanzt. Machen Sie sich für die nächste Welle der Angreifer bereit. 14 Sekunden. Verteidigen Sie die Generatoren. Uno, dos, tres. Man könnte meinen, ich wäre lebensmüde hier mit dem Kommandanten. Aber ich nutze jede Chance, um Punkte und Boni. Der Feind dringt in einen Schrein des Imperators ein. Wir müssen sie eliminieren und den Schrein zurückerobern. Ich wollte es gerade sagen. Es ist Ihre Wahl, aber das wird uns Zeit kosten. Das ist echt scheiße. Haltet euch bereit. Dieser Schrein ist gesichert. Haben wir ihn in unserem Besitz, wird uns das im Kampf stärker machen. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Also ich weise Tarkus an, wenn er eine Granate wirft, kann er sofort den Turm säubern. Du Scheiße. So leicht kommt Tarkus. Shit. Mist, so leicht kommt der... Ja, meine Fresse. Thank you.
Ja, wir uns hier regenerieren, haben wir es geschafft. Aber das ist echt schwer. Das ist wirklich ein bisschen schwer. Nee, das ist ganz blöd hier reinzugehen. Du kannst dich nicht regenerieren im Tor. Du kannst dich da nicht regenerieren. Also keine neuen Truppen nachkriegen. Na klar. Oh mein Gott, ich krieg eine Krise. Ja, und zweitens, du kannst hier wegrennen vor Granaten, was du im Turm garantiert nicht kannst. Scouts zu spielen, also mit denen hier ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich wollte sie ja erst ersetzen. Kommunikationsfeld gesichert. Nein! War so ganz knapp. Hm? 0 von 1. Wir haben es doch erobert. Meine Fresse. Zusätzliche Einsätze verfügbar. Das heißt eigentlich nur, dass wir mehr jeder Einsatz kostet einen Tag, wenn ich das richtig sehe. Steht ja auch immer links oben. Haben wir einfach einen mehr. Dass wir einen Einsatz machen können. Zwei an einem Tag machen können. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Der Verlust dieses Feldes wäre ein vernichtender Schlag im Kampf um die Rettung des Sektors. Es an die Orks zu verlieren, wäre besonders schmerzhaft gewesen, da sie es nur ausschlachten wollten. Das wäre in der Tat ein Schlag gewesen. Seit 2 Jahrtausenden sind keine neuen Felder dieses Typs mehr gebaut worden. Das ist richtig, Sergeant. Wir haben nicht mehr die Technologie, diese Felder zu bauen. Der Verlust eines Feldes ist ein Schlag, von dem sich das Imperium nie erholen würde. Es ist noch immer unklar, was die Eldar sich durch das Provozieren der Orks erhoffen. Was sie auch immer bezwecken, die Eldar tut alles, um die Kommunikation des Sektors nach außen zu stören. Wir sind nicht sicher, wie sie das machen, aber unsere Astropathen beschreiben ihre Störung als Schatten im Warp. Ein Schatten im Warp? Das waren ihre exakten Worte? Ja, das waren genau ihre Worte, Cyrus. Wir haben jetzt allerdings dringendere Probleme. Der Mech-Böszapper startet eine neue Offensive auf die Hauptstadt. Und ich muss mich um unsere Verteidigung kümmern. Sichern Sie Typhon schnell. Ich könnte sie hier bald gebrauchen. Thule Ende. Warum so besorgt wegen der Aussagen der Astropathen, Cyrus? Kein Grund. Ich hoffe nur, dass es wirklich eine Fähigkeit der Eldar ist, einen Schatten im Warp zu werfen. Zu unser allerbestem. Oh, und was das sein könnte, das sehen wir in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.